Ja moin, alle fragen immer, Bocke, wie bist du eigentlich so fett geworden? Ja, mir ist mein Lieblingsessen, check aus. Also ein bisschen Fleisch, Hühnchen, irgendwie nehme ich eine Plastiktüte, leg das da drauf, nehme einen Hammer, klopft da erstmal eine Zeit lang rum, bis das halt klein wird. Ne? Bam, Hintergrund, leere Kiste Bier, Kumpels waren gestern da. Aber mit Abstand. So, dann legt man den Scheiß wieder weg, dann wird das klein geschnitten, also zur Hälfte, und dann schneide ich das einfach so. Da es jetzt so dünn ist, ist das ganz gut. Irgendwie kann man das ganz gut machen, das ist nicht so dick. So, dann kommt das alles, wenn das dann fertig ist, kommt das alles in so einen supergeilen Becher. Dann ist es Oregano. Da kommt ein bisschen Oregano rein irgendwie. Das sieht komisch aus. Ein bisschen Salz, hätte ich mal lieber was anderes nehmen sollen. Pfeffer, auch geil, lecker. Das ist jetzt so richtig geiler Joghurt, den man dann draufballert. Ich nehme mir mal so 3 Löffel. Am geilsten ist der mit den 10%. Dann ein bisschen Öl, dann braucht man später noch. Dann nimmt man ein bisschen Paprika und dann ein bisschen Farbe. Dann sieht dann ganz geil aus. Das Ganze wird dann vermischt und dann wird es immer stehen gelassen, eine Zeit lang. So, jetzt nimmt man ein anderes Behältnis und nimmt da auch den Joghurt sozusagen. Dann nimmt man da Joghurt und Joghurt, genau. Dann nimmt man so ein Löffelchen Granulat von Knoblauch, das hat den Vorteil, dass es viel schneller wirkt und nicht so ziehen muss. Denn Salz kommt zu wenig raus, scheiß Salzstreuer. Dazu nimmt man dann lecker Petersilie, TK hat man dann nicht immer da, geil. Dann macht man im Prinzip so eine Art Tzatziki-Soße damit. Dann rührt man das kurz um und dann lässt man das auch wieder stehen. Das nennt sich Gurke. Dann nimmt man ein Stück, je nachdem wie viel man möchte, macht das klein und ich packe das immer in so kleine Glasbehälter. Denn das ist ein ganz neues Ding, das nennt sich Zwiebel, die kann man klein schneiden, aber beim Dönerteller und so ist ja auch immer relativ große Zwiebel dabei, deswegen gebe ich mir da nicht so viel Mühe. Das ist ein Salatkopf, da nehme ich nur ein bisschen von, den Rest schmeiße ich meistens weg oder vergammelt. Stimmt natürlich nicht, dann mache ich heute Abend noch einen Salat. So, das ist ein ganz neues System, das nennt sich Pfanne, von unten kommt die Hitze. Jetzt ist hier der Scheiß, hat jetzt nicht lange gezogen irgendwie, wird jetzt ein bisschen aufgehitzt. Brauchen wir noch kein Öl reinmachen, hat man ja schon gemacht. Oh, schon fertig. Wow, geht ja schnell. So, jetzt ist das fertig. Dann kommt das auch wieder in so ein Behältnis. Kommt das Behältnis. Dann kommt es da rein. Warum ich das so lange geschnitten habe, weiß ich nicht. Ist mega uninteressant. Habe ich hier, plopp. Das nennt sich, das ist der Fladen. Und jetzt ist der ganze Scheiß am Start. Als erstes nehme ich irgendwie die leckere Tzatziki-Soße. Kann man auch mit anderem Joghurt machen. So, dann kommt das Fleisch rein, zack, bisschen Fleisch, lecker, 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 lecker. So, dazu, jetzt stellt man den, egal, das ist jetzt Salat. So, dann ein paar Zwiebeln drauf, ordentlich, die Gurke nicht vergessen. Man kann auch Tomate reinpacken, ist mir aber scheißegal, ich mag das so. So, dann wird das kurz ein bisschen in Form gebracht. Dann drehe ich das einmal wie so ein Joint hinten noch zumachen. Mega geil. So, im Prinzip fertig die Kiste. Dann schneide ich das nochmal durch. Tata, sehr gut. Obergeil. Rezept kann ich auf Anfrage raushauen irgendwie. Das ist das Ding. Voll geil, hat lecker geschmeckt. Schönen Tag noch. Mach's gut. Die Mucke ist übrigens von mir. Boah, besser als der Miam 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 Hit. So, mach's gut.